Das hier ist ein Minecraft-Haus. Aber das ist absoluter Müll. Ups. Mojang will nicht, dass wir unsere Häuser so bauen. Das hier ist das 2014 erschienene Minecraft-Konstruktionsbuch. Und hier können wir von Mojang selber lernen, wie wir dieses Landhaus bauen. Die Videoidee habe ich übrigens von diesem Video hier. Zuerst einmal müssen wir einen Grundstein aus Cobblestone bauen. Ja, das ist jetzt der Grundstein, ob das wirklich stimmt. Ich habe keine Ahnung, weil dieses Buch ist richtiger Müll. Warum steht hier nicht, wie viele Blöcke man lang und breit machen muss? So, jetzt muss es auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen höher gebaut werden hier. Okay, wir haben das jetzt fertig und jetzt muss oben drauf Holz. So, das ist fertig und jetzt machen wir hier erstmal ein paar Türe rein in das Ganze. Dann sollen hier noch Fackeln hingesetzt werden und Glas müssen wir auch noch reinbauen jetzt. Das soll dann ungefähr so aussehen. Hier soll jetzt auch Glas hin. Hier sollen jetzt Baumstämme so rein. Da frage ich mich aber an erster Stelle, warum wir überhaupt denn das Ganze vorher ja mit dem anderen ausgefüllt haben, aber keine Ahnung, wer sich das bei Mojang ausgedacht hat. Warte mal, ich glaube, ich habe mich hier verbaut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Och Mann, ich habe mich verbaut. So, das haben wir aber schnell gelöst, das Problem. So, und weg ist es. So, und jetzt ist das Haus endlich symmetrisch. Hier sollen nämlich auch noch genauso wie da Scheiben rein. Das Obergeschoss ist jetzt quasi fertig und jetzt geht's ans nächste. Und zwar bauen wir jetzt das Dach und das wird richtig nervig, weil ich habe das Haus schon mal gebaut für ein anderes Video und das macht keinen Spaß. Hier erstmal zwei Holz drüber, dann kommt hier ein Dreieck hin und darauf beginnen schon die Treppen. So, dann kann ich mich orientieren, wenn wir noch hier ein Meer haben. So, bis dahin muss das hier hochgezogen werden. Okay. Und ich würde sagen, dann bauen wir das Ganze mal. Ich habe das Dach jetzt fertig und ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe es nicht ordentlich gemacht oder nicht richtig, weil irgendwie sieht das mega goofy aus. Aber es wird halt auch einfach die Rückseite von diesem Haus nicht gezeigt. Deswegen habe ich keine Ahnung. Also ich hätte das wahrscheinlich einfach normal durchziehen sollen. Aber wisst ihr was? Ich lasse das jetzt einfach so. Es ist mir egal. Als nächstes müssen wir hier die Wände noch einfach reinziehen. Die sehen so aus. Oh mein Gott, was ist mit diesem Haus los? Oh nein. Egal, das wird. Das wird, Leute. Vertraut, vertraut, das wird. Jetzt müssen wir hier noch einen Balkon außenrum bauen. Und da das jetzt geschafft ist, müssen wir natürlich hier oben dieses kleine Fenster reinbauen, was hier einem vorgeschlagen wird. Das hier sind dann aber Blöcke und hier wird das dann so mit dem verbunden. Das ist ein bisschen komisch und kompliziert da dargestellt, deswegen kann ich es nicht 1:1 machen. Und ja, das sieht ungefähr so aus wie auf der Abbildung. Jetzt soll hier noch ein Kamin hingebaut werden, aber der klassische Stil. Und zwar mit Cobweb wird das dargestellt einfach. Packen wir das ungefähr hier einfach so hin. Und schon haben wir einen Kamin mit ein bisschen Rauch. Außerdem habe ich was mega Wichtiges vergessen. Und zwar ist dieses Buch komplett dämlich. Zuerst sollen wir hier Scheiben reinbauen. In dem Step. Und jetzt im nächsten Step sollen wir da Scheiben wegmachen. Und stattdessen lieber Türen hinbauen. Damit wir ja überhaupt auf unser Ding hier drauf kommen. Aber wofür habe ich dann am Anfang überhaupt die Scheiben gebaut? Keiner versteht dieses Buch wirklich. Ich weiß nicht, wer das geschrieben hat. Irgendwie fehlt mir hier überhaupt der Platz, um ordentlich zu laufen, fällt mir mal gerade auf. Und wir machen hier hinten einfach mal eine Tür so rein. Das ist ganz cool. Und vielleicht sollte ich das hier nochmal überarbeiten. Komm, ich überarbeite das nochmal, Leute. So, das Dach sieht immer noch extrem furchtbar aus, aber schon mal besser als vorher. Ich weiß nicht, warum das hier so goofy ist. So, das hat doch einen 1-2 Abstand, das hat 1-2 Abstand. Warum ist es nicht symmetrisch? Ich verstehe nicht, was ich falsch gemacht habe, Leute. Vielleicht habe ich die Länge falsch gemacht. Oh Mann, ich hasse dieses Haus. Und ich habe eine super einfache Lösung für bzw. gegen dieses Haus. Und zwar placen wir hier einfach TNT hin. Es reicht jetzt auch mal wirklich, Leute. Was ist das denn hier für ein Trash? Das muss weg, dieses Haus. Weg damit. So.
Weg damit. Das kann brennen. Das kann gerne explodieren. Ist mir egal. Müll. Und damit wirklich niemand von dieser Existenz dieses Hauses mehr erfährt und es wirklich in dem Untergang dieser Minecraft-Welt hier verschwindet, machen wir Folgendes. Und zwar machen wir das hier. Und es ist komplett weg. Keine Überbleibsel mehr. So, und wir switchen jetzt mal kurz die Welten. Und zwar switchen wir einmal hier hin. Hier habe ich es nämlich geschafft, dieses Haus gut zu bauen. Ich habe sogar hier noch den Garten gebaut, der auch in dem Haus drin ist. Also, Leute, so soll das Haus aussehen. Ich habe hier drin auch, ja, ungefähr was relativ okay aussehendes hingebaut. Ja, also es ist halt einfach ein Boden hier drin. Aber so soll das Haus ungefähr aussehen, denke ich, Leute. Und wir können uns mal hier angucken, was ich denn beim anderen falsch gemacht habe beim Dach. Und ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich habe einfach das Haus falsch lang gemacht. Beziehungsweise, guck mal, wir sehen ja auch hier. Ich habe hier, glaube ich, auch ein bisschen gefreestylt bei den Wänden. Weil dieses Haus ist einfach mies kompliziert dargestellt. Weil es klappt einfach nicht. Und das hier habe ich auch selber letztens gemacht. Und zwar ist das so ein Trick. Da könnt ihr einfach einen Pott nehmen. Und dann Gras hier drüber. Und dann sieht das Ganze gut aus. Wir haben es auf jeden Fall geschafft, das Haus so zu bauen, wie Mojang es wirklich vorschlägt. Zwar jetzt nicht in dem Video, aber wir haben es auf jeden Fall geschafft, okay? Macht jetzt auf jeden Fall einen Fortnite-Tanz auf dem Abonnieren-Button, damit wir dieses Jahr noch 100.000 Abos voll bekommen. Und ich weiß, da steht Abonnieren. Ich habe das eh vergessen, aber lasst mich in Ruhe, Leute. Ich kann doch auch mal was falsch schreiben. Das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Euer Hanlink und ciao. Was machst du noch hier? Bro, das Video ist legit vorbei. Du musst nicht weitergucken. Also, das Minecraft-Video ist vorbei. Du kannst gern... Du willst noch bleiben? Du willst jetzt wirklich noch bis zum Ende gucken. Okay, dann. Da musst du mir jetzt aber auch kurz zuhören. Und zwar kann ich dir ein Geheimnis verraten. Ich mache einen Real-Life-Kanal. Das heißt, neben diesem Kanal mache ich noch einen Real-Life-Kanal. Hier ist der einmal. Der heißt Hanlink Lifestyle. Der ist jetzt der erste Link in der Videobeschreibung. Der hat bis jetzt nur 10 Abonnenten. Lass uns den so schnell wie möglich auf 1000 Abos hochpushen. Bald kommt das allererste Video. Und ich verrate dir, guck mal, weil du so lange bis zum Ende guckst, ja? Danke für die Watchtime, die du mir schenkst. Verrate ich dir sogar noch ein Geheimnis. Und zwar... Das erste Video wird sein, wie ich Influencer-Produkte teste. Das heißt Getränke und Nahrungsmittel. Vielleicht mache ich in Zukunft auch noch eins, wo ich über Kleidung von Influencern spreche. Das heißt so Merchandise und das bewerte, wie gut das ist. Aber das steht noch in den Sternen. Das kommt bald, also seid auf jeden Fall gespannt. Und danke fürs bis ans Ende gucken. Und jetzt ist das Video aber wirklich vorbei. Jetzt hau doch endlich mal ab, Mann. Tschüss. Ja, okay, es gab nach dem Outro noch ein Easter Egg. Falls du das hier entdeckt hast, schreib einfach mal Hashtag Outro in die Kommentare. Guckt meine Videos immer bis zum Ende. Bitte.